Sollte es nach längerer Benutzungszeit aufgrund der Wasserqualität zu einer Verkalkung der Handbrause gekommen sein, muss diese entkalkt werden. Dazu gehen wir folgendermaßen vor. Wir demontieren die Handbrause vom Brauseschlauch. Dazu füllen Sie das Entkalkungsmittel in ein flaches Gefäß. Und legen da die Handbrause bis zur Strahlscheibe bedeckt für einen Zeitraum von 3 bis 5 Minuten ein. Nach 3 bis 5 Minuten können Sie die Handbrause wieder entnehmen. Zu Ihrem eigenen Schutz ziehen Sie Gummihandschuhe an. Ganz wichtig ist, dass die Handbrause danach mit klarem Wasser abzuspülen, nicht nur anzuschließen, das Wasser durchzuspülen, auch äußerlich gut abspülen. Bei der Montage nach dem Entkalken der Handbrause die Siebdichtung nicht vergessen einzulegen und dann die Brause wieder anschließen. Auch jetzt wird die Handbrause nochmal kräftig vor der Benutzung durchgespült, dass die ganzen Rückstände des Entkalkungsmittels ausgespült werden. Noch ein Tipp: Nutzen Sie die Quicklint-Funktion von Hans Grohe und reiben die Strahlscheibe immer wieder ab, so beugen Sie Verkalkungen vor. Generell gilt, verwenden Sie keine essighaltigen Reinigungsmittel zum Entkalken von Brausen und Armaturen. Verwenden Sie Entkalkungsmittel auf Zitronensäurebasis, dann haben Sie länger Freude an den Produkten von Hans Grohe.